Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Staxel und somit zum Let's Play. Ja, wir haben ja eine Folge schon im Let's Test gemacht. Ich habe damals schon gesagt, dass ich wahrscheinlich hier weiterspielen werde. Und ich möchte wirklich in ein paar Folgen sicher mal schauen, wie sich das Spiel entwickelt. Ich weiß nicht, wie lange ich das spielen werde. Wir werden sehen, wie lange es uns Spaß macht. Hi. So, sei grüßt, ich bin Melissa. Ich verkaufe viele feine Waren. Stell die Ware auf den Stand zurück, wenn du die Meinung änderst. Ich kaufe Waren an, die du auf einen kleinen Tisch legst. Aktiviere ihn, sobald du fertig bist. Sei grüß. Hallo? Okay. Also hier kann ich Sachen draufstellen, okay. Schminktisch, okay. Ist das hier? Eine Uhr. Okay. Boah, kostet das Zeugs viel, ey. Seid ihr beteuert. So, ich glaube, wir müssen mal schauen, dass wir Werkzeug bekommen. Wir haben bis jetzt nur eine Schaufel. Wir müssen schauen. Was wir noch? Okay. Haben wir Tag und Nacht offen? Müssen wir schauen, ob wir irgendwie eine Säge oder so bekommen. Einen Hammer. Hammer haben wir, eine Axt. Eine Axt hier. Okay. Wir haben jetzt eine Axt gekauft. Okay, die Sachen für. Nee, schon Sachen spielen nicht. Was sagt gut, Hersteller? Oh, wäre sicher ein interessanter Bücherregal. Wir müssen echt schauen, was wir damit machen. 40 Baumsamen. 7 Samen mal 3, 24. Ich habe gar keine Ahnung, was gut ist, ne? Drachenfrucht, Baumsamen. Wow, okay. Huch, okay. Ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Hat das eben das Licht ausgelöst und ist gegangen? Können wir sowas kaufen eigentlich? Was ist das hier? Eine Sense. Insektennetz, Schaufel. Warte mal, kann man Tierfutter mal kaufen? Tierfutter. 100. Werde ich wahrscheinlich brauchen, oder? Huhn in der Kiste. Ein Huhn habe ich gekriegt, ja. Hühnerstahl. Oh, scheiße. Fangkiste. Ist das hier? Schaf in der Kiste. Ich weiß nicht, ob es wirklich eigentlich so. Ja. Ist wirklich ein tolles. Eine Pfeife. Hühnerfutter. Oh, hier wahrscheinlich auch, ne? Trogfutter. Das ist wahrscheinlich Futtertrog, ne? Hühnerfutterstelle. Trogfutter. Futternapf. Wo war das Hühnerfutter? So, ich denke, jetzt werden wir noch ein bisschen was. Geht da hinten oder sowas? Fingersamenpackung. Ach du Scheiße. Versandst. Ah, hier gibt es so viele Sachen, ne? Okay, jetzt kaufe ich noch hier Zwiebeln, Limetten, Gurken, Salatsamen. Ja, komm. Kartoffeln. Okay. Gehen wir nach Hause. Ich habe keine Ahnung, wo unser Haus ist. Warte mal, das war glaube da hinten, oder? Hier war die. Ja, müsste da hinten sein. Vor allem ist unser Haus vielleicht total dunkel, weil wir da kein Licht haben. Vermute ich jetzt mal. Naja, wir werden sehen. So, es ist wirklich total dunkel. Okay, können wir hier schlafen gehen oder so? Haben wir ein Bett? Wir haben ja gar kein Bett oder ein Bett. Ah, sehr schön. Pflanzen, die zum Pflügen bereit sind, haben einen grünen Rand. Okay. Tipp Spiel, hol den Ball mit einem Haus, indem du einen Ball hältst. Mit deinem Haus integrierst und dann baust. Okay. Alles klar. Use Pickaxe to. Okay, das sind nicht
Ja. Achso, Leertasten im Bett verlassen. Hallo? Ah, okay. Okay, wir müssen länger drauf bleiben. Alles klar, so. Heute scheint ein Regentag zu sein. Okay, also müssen wir ansehen. Und zwar haben wir hier platzieren. Ich bin doof, dass ich angezeigt habe, was das ist eigentlich, ne? Okay. Bechersaft, ja. So. Ich sag mal, der Ausnahmsformular. Hammer, ja gut. Schaufel. Okay. Ein Block aus leichten Holzplanken. Hier scheint ziemlich hoch zu sein. So, nächste Saat. Okay, warte mal. So. Und weil wir. Okay. Dann Volk freigeschaltet. Wenn wir genug Samen. Angepflanzt haben, alles klar. Ich sage gleich, dass ich das umgrabe nochmal. Hier anscheinend nichts, sehr gut. So. Ich habe keine Ahnung, wie lange das geht, untersuchen. Die Samen wachsen, okay. Also gibt es ein gelbes Fell, wenn sie fertig gewachsen sind, okay. Kurz mal unseren Hof anschauen, was wir genau hier haben alles. Sapling. Axosense. Moment, wir haben noch eine Axt. Oh nee, jetzt habe ich gar keine Axt gekauft. Doch. Was müssen das jetzt wieder aufnehmen? Diesen Hammer nehmen, kriege ich das Zeug vielleicht? Okay, nee, das ist anscheinend wirklich nichts Gravierendes. Ach, schau mal an, da ist auch noch was. Hier wächst auch noch Zeugs. Okay, wir haben ein bisschen Zaun hier noch. So. Muss es genau anvisieren. So. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Zaun. Die Frage, wo wir jetzt am besten den Hühnerstall bauen. Das baue das Hühnchen genau hier nebenan. Was ist das hier? Das. So. Dann bauen wir mal eine Hühnerfutterstelle. 6. Okay, dann sind es die Zaunstücke.
Ja. Ich hätte die wahrscheinlich zuerst umdrehen sollen. Ich habe gedacht, jetzt zwischen automatisch Deck sich dann anpassen, aber anscheinend nicht. Okay, nochmal. Ah. Hallo, anwählen. Hallo? Der Hund meint das Stöckchen wahrscheinlich, ne? Ist auch so. So. Okay, das war ein bisschen merkwürdig, wenn das so. So snappt oder eben nicht snappt. Hallo? Achso. Ich hatte gerade einen Speicherlag. Ich kann ja hochlaufen, ne? Okay, ich habe eine Frucht geholt. So. Tun wir mal das Huhn platzieren. Okay, ich bin gespannt, ob das hier rauskommt. Ich hoffe mal nicht. Hühnerfutter. Ich frage mich jetzt 4 Einheiten. Reicht es für 4 Tage? Na gut, man darf gespannt sein. Okay, jetzt bleibt anscheinend da. Gut. Was ist das hier? Ein Insektennetz, da kann ich das fangen. Und dann habe ich davon. Frage, Fragen. Apropos Fragen. Kann ich was craften hier? Bauholz. Säge zweimal hoch. Fein Lumber. Pfosten. Das ist die Bauholz. Warte mal, müssen wir mal kurz einen Baum fällen. Das war jetzt die Axt. Wow, was? Okay. Wow, weil meine ist nichts gegen den ganzen Baum weg. Okay, man kann es den Holz Blätter machen, muss dafür aber zuerst das Holz verarbeiten. Irgendwo gibt es da einen Laden, eine Sägerei oder eine Säge. Die kann man später auch kaufen, aber dafür brauchen wir jetzt das Geld. Ich muss schauen, wo wir jetzt hin müssen. Es war im Laden irgendwo, vielleicht sogar. Was für ein Gebäude ist das hier? Handwerkerladen, vielleicht hat es hier eine Säge. Hier. Jetzt. Ah, alles klar. Okay, warte mal, jetzt habe ich die Quest gemacht wahrscheinlich, oder? Läuft jetzt mal so hier durch. Wenn das eine Quest überhaupt ist. Fein Lamba. Pfosten schnitzen, was? Oh, was? Stark gegen den Basissalat, Boiled Egg. Sammeln 100 Insekten.
Ja, Insekten, das haben wir gesehen, aber na gut. Und hier, ne? Okay, kann man Sachen zusammenfügen, ne? Anscheinend. Hinter dem wirklich nur ein Holz, mal kurz schauen. Okay, aus zwei Brettern macht er vier Holz. Alles klar. Ich will kurz schauen, was hier sonst noch so hat. Fliesen. Stehe von. Nee, ich stehe nicht. Holzblock, okay. Man kann ja Blöcke kaufen. Da Dächer. Was hier? Brückengeländer, okay. Alles klar, also gut. Was? Mörtel. Nägelblech. Metallband. Seil. Kleber, Heuballen. Okay, ich glaube durchaus, wir müssen noch Hacke das Rauholz. Okay. Ich muss hier noch ein bisschen noch mehr Holz hacken. Es gibt doch einen Erfolg dafür. Das war's schon. Der Baum war anscheinend nicht so groß. So. Okay, 11. Das ist ein großer Baum. Moment. Das ist sowieso von unserem Grundstück, ne? Okay. Steht er in der Luft? Ah, jetzt hat er nicht mehr überlebt, so. Okay, sehr gut. Was hätten wir mal? Tausendmal, was? Frage, überlege ich gerade, kann man auch überladen sein? Ja, das ist die eine Frage dann, ne? So. 58. Da, ich denke, dafür muss ich wahrscheinlich Spitzhacke haben, oder? Ja, Spitzhacke. Kann ich Holz verkaufen, auch so? Vielleicht gibt es mehr Holz, wenn ich... Mal kurz, wir testen es mal. Hier mal zum Händler. Also für ein Rohholz. Fünfhundertsechzehn. Nein. Ja, okay. Platzieren, aufheben. Ja. Kann ich nur eins davon im Inventar? Nee. Kann ich nur eins überziehen oder so? Okay, warte mal, so jetzt.
Also ein Holz hat drei Blütenblätter gegeben. Sieben, okay. Also es bringt definitiv ein Gold mehr. Also die Verarbeitung lohnt sich schon mal. Das ist schon wieder ein anderer Laden, stimmt, da war ja was. Wie viel kostet eine Spitzhacke? Können wir eine Spitzhacke nur kaufen? Spitzhacke 40. Okay, warte mal, da können wir schon Steine klopfen jetzt irgendwie, ne? So irgendwo was finden, wo ich klopfen kann. Oh, was ist das hier? Okay, schräg. Es gibt ja auch Dungeons zum Beispiel. Okay, komm vorgeschaltet, weil ich Stein abgebaut habe. Aber ich finde es echt cool, dass man so Weinmeier technisch bauen kann. Vor allem ist das Stein am Kopf. Okay. Die Physik ist schon ein bisschen besser als bei Minecraft. Oder beziehungsweise hier gibt es eine Physik. So. Sehr gut. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's dann schon wieder mal für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Stuxel. Ja, ich werde es wohl jetzt abwechselnd mal mit Minecraft laufen lassen. Dementsprechend seht ihr dann ja, übermorgen wieder die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das jetzt findet, dass es hier weitergeht. Bis dann. Bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.